Hallo, hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir und willkommen aus dem Norden. Ich bin gestern nach Kiel zu meiner Oma gefahren und bin jetzt allgemein eine ganze Woche unterwegs. Ich werde noch meinen Bruder in Hamburg besuchen und dann auch noch mit meinen Eltern nach Amrum fahren. Die sind inzwischen schon da, aber ich werde dann einfach genau ein bisschen später dazu kommen und freue mich einfach noch ein paar Tage einfach Ruhe zu haben. Die letzte Zeit war wieder echt viel. Klausuren sind überstanden. Ich war inzwischen auch schon auf Skifahrt. Das war richtig toll. Aber jetzt reicht es wirklich. Jetzt brauche ich einfach ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannen, ein bisschen gutes Essen. Und dachte mir, ja, es ist vielleicht ganz interessant, dir einfach zu zeigen, was ich bei meiner Oma esse, beziehungsweise einfach allgemein im Urlaub. Genau, selbst kochen, essen gehen, was auch immer. Hoffe, du kannst da so ein bisschen Inspiration mit rausziehen. Es ist jetzt tatsächlich schon mittags. Ich warte gerade darauf, meine Badewanne läuft ein und dann gehe ich richtig schön baden. Ich freue mich schon die ganze Zeit einfach, eine Badewanne hier zu haben, beziehungsweise einfach auch eine Zeit zu haben, hier baden zu gehen. Ich habe heute Morgen noch Haferbrei von gestern gegessen. Das war ein Rest. Einfach nach... Ich habe 13 Stunden geschlafen, also mein Körper braucht wirklich einfach ein bisschen Ruhe. Genau, den hatte ich gestern auf der Fahrt und dann habe ich heute Mittag meine Oma bekocht. Also es ist jetzt, ich glaube, also keine Ahnung, wie es bei dir immer ist, aber bei mir ist es eher, dass ich dann eher gerne meine Oma bekoche, als dass meine Oma mich bekocht. Morgen gehen wir dann zusammen essen. Genau, Mittwoch fahre ich dann auch schon weiter, aber das ist immer so ein ganz typisches... Ja, ist immer so eine ganz typische Routine, einfach morgens. Jeder isst für sich, weil ich immer viel länger schlafe als meine Oma. Mittags gehen wir dann zusammen einkaufen, ich koche für sie oder wir gehen essen. Und dann abends gibt es das typisch deutsche Abendbrot. Es ist einfach immer richtig schön und richtig wholesome und ich freue mich gerade einfach echt, hier zu sein. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ja, let's go in die Badewanne, ey. Uff, ich freue mich. Also eigentlich ändere ich mein Essverhalten während des Urlaubs wirklich nicht viel. Klar kommt es drauf an, wo ich bin, ne? Ob es jetzt ein anderes Land ist mit anderen Lebensmitteln in einer anderen Zeitzone. Da passe ich natürlich mein Essverhalten bzw. was ich esse drauf an. Aber in diesem Urlaub ist das, was das Ganze vielleicht ein bisschen anders macht als mein alltägliches Essen, was ich so zu Hause esse, ist, dass ich wirklich keine Routine habe und so ein bisschen von Tag zu Tag lebe. Ich habe Zeit auszuschlafen, Zeit zu kochen, Zeit zum Einkaufen und einfach mal Zeit zum Durchatmen. So ein entschleunigter Alltag ist wirklich einfach mal was Schönes zur Abwechslung. Ich habe normalerweise schon relativ konstante Essenszeiten und relativ gleiche Mahlzeiten für volle Tage. Dann weiß ich, was auf den Tisch kommt. Ich kann planen und genau mich darauf verlassen und ich genieße es aber gerade wirklich einfach sehr, mir keinen großen Kopf um Essen zu machen, beziehungsweise nicht viel planen zu müssen. Und ich genieße es auch gerade sehr, vor allem einfach mit meinen Liebsten zu essen. Essen nicht nur, um Energie zu tanken und den Hunger zu stillen, sondern auch zusammen zu sein. Sei es über einer selbstgekochten Mahlzeit oder im Restaurant. Zusammen essen ist halt wirklich einfach so viel schöner und macht doch einfach so viel mehr Spaß. Und besonders in diesem Urlaub habe ich gemerkt, ja, wie ich es vermisse, mit anderen Leuten zusammen zu essen, weil ich wirklich im Alltag eigentlich immer nur alleine esse. Außer ich koche mal mit Freunden. Aber okay, das kommt schon öfters vor. Aber so, ne, vom Busy-Alltag zum Urlaub ist das dann schon einfach mal was anderes, dann auch wirklich Zeit zu haben, über einem Essen zu connecten. Das Wetter ist echt durchwachsen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich die Regentage genauso gerade genieße wie die sonnigen Tage. Weißt du einfach, wenn es regnet, von drin den Regen genießen, wenn die Sonne scheint, einfach rausgehen und den Sonnenschein genießen. Also besser könnte es mir tatsächlich gerade gar nicht gehen. Ich genieße auch genauso die selbstgemachten Mahlzeiten zu Hause, genauso doll wie wenn wir ins Restaurant gehen. Also es ist einfach gerade eine richtig schöne Abwechslung. Was mir gerade durch den Kopf geht, ist tatsächlich, an welchem Punkt ich letztes Jahr war und an welchem Punkt ich dieses Jahr bin. Ich habe nämlich tatsächlich genau den gleichen Trip von einem Jahr schon mal gemacht. Also erst war ich in Hamburg bei meinem Bruder, dann habe ich meine Oma in Kiel besucht und dann bin ich mit meinen Eltern nach Amrum gefahren. Und ich finde, wenn man an Orte zurückkehrt, an denen man bestimmte Momente erlebt hat und bestimmte Gefühle gefühlt hat, dann ist es einfach sowas crazy, also ist es richtig crazy, was das im Kopf auslöst. Ich weiß wirklich haargenau, wie ich mich letztes Jahr zu dieser Zeit gefühlt habe, was ich gerade durchgemacht habe und was daraus entstanden ist. Und
Ich habe jetzt so richtig in Nostalgie geschwebt die letzten Tage und ja, fand es irgendwie schön, so den Prozess in dem letzten Jahr von mir selber einfach mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich habe tatsächlich auch vom letzten Jahr, also genau von vor einem Jahr, auch ein Video, falls du daran interessiert sein solltest. Naja, das hier ist ein Food Diary, deswegen kommen wir zurück zum Essen. Kurz gesagt, ne, meine Tage waren gefüllt mit ausgiebigen Frühstücken, tatsächlich super viel Kaffee, dass ich jetzt erstmal wahrscheinlich weniger Koffein trinken sollte, sehr leckeren selbstgekochten Mahlzeiten und Restaurantbesuche.